So, wir sind jetzt extra früh aufgestanden, damit wir noch ein bisschen dieses verspielt abschließen können, dieses verspielte Gefühl entdecken. Und er ist jetzt gleich von Haus aus rausgegangen und spielt im Regen. Vielleicht wird er auch dadurch verspielt. Mal schauen. Okay, es hat nicht funktioniert. Gut, dann müssen wir wieder im Web ja, verspielte Videos anschauen, also lustige Videos anschauen, damit wir verspielt werden. Wo war das da? Und zack, und dann geht's schon weiter. Ja, das ist die Aura jetzt, aber die erhöht sich ja. Und dann muss ich mir überlegen, was kann ich denn dann noch machen? Und dann kann man nochmal im Schaumbad vielleicht baden, Düsenstrahl spielen. Und irgendwas fehlt mir noch. Vielleicht erzähle ich dann einfach nochmal Witze und dann dürfte es sich ausgehen. Um 12 Uhr ist dann schon der Auftritt. Essen sollte man noch was. Auf die WC gehen, baden tun wir sowieso. Müsste sich eigentlich ausgehen, ne? Auf Essen könnte man theoretisch verzichten, weil es ja dort auch Catering gibt. Aber man sollte trotzdem gut gelaunt immer in die Arbeit gehen. Man sollte alles erledigen, was man schafft, was man erledigen kann. Ich will mich dann nicht auf irgendwelche Sachen verlassen, die vielleicht gar nicht so sicher sind. So, vorspulen ein bisschen. So, jetzt sind wir sehr verspielt. Können wir dann am Computer irgendwas machen in dem Zustand? Comedy. Stopp, 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 stopp. Du gehst mir jetzt nicht weg. Ah, mehr Auswahl? Nein, da gibt es gar nichts. Web. Oh ja, nach Memes durchsuchen. Probieren wir das mal. Hip-Hop hören. Das ist eher weniger meine Musikrichtung. Obwohl es gute Lieder gibt von Eminem und so, aber. Warum stelle ich das ein? Wer stellt denn das ein? Also einstellen würde ich es nicht. An einem Hip-Hop-Sender. Hören wir mal Retro, so ein bisschen Sims, klassische Retro-Musik. Also klassische Sims-Musik. Sims 1 oder Sims 2, ich weiß es nicht. Hört sich nach Sims 2 an. Das ist auch immer wieder schön. So, wie schaut's denn aus da? 50% erst. Tja, da werden wir auf jeden Fall nochmal den Düsenstrahl spielen müssen. Weil was anderes kann ich in dem Zustand ja nicht machen, ne? Vielleicht ein lustiges Video aufnehmen? Ja, lustiges Vlog sogar. Da könnte man zwei Fliegen wieder mit einer Klappe schlagen. Okay, 75% und dann nehmen wir noch den lustigen Vlog auf. Ja, und dann müsste das eigentlich erledigt sein. Der Rabatttag. Von 6 bis 2 Uhr. Das ist ein sehr, sehr lustiger Vlog. Einkaufsrabatt. Für heute erhältst du auf alle Objekte im Baumodus 10% Rabatt. Kaufe ein Objekt im Wert von mindestens 500 Simoleons, um diese Tradition abzuschließen. Der Rabatt wird dem Haushaltsbudget im Laufe der Woche gutgeschrieben. Okay. Wie viel ist 500? Ja. Muss ich mir überlegen, ob ich da eins kaufe. Er wirkt schon ein bisschen so, als hätte er was getrunken oder geraucht. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal ein bisschen vor. Wir haben sonst erst ein Video hochgeladen, ne? Videobestand ansehen. Okay, es gibt keine Videos mehr in der Videostation. Das heißt, wahrscheinlich bekomme ich dafür jetzt auch keine Tantiemen mehr. Es war also eh schon Zeit, dass wir ein neues Video aufnehmen. Dass es immer so lange dauert, ne? Wie lange brauche ich, wie viele Stunden, um einen Vlog aufzunehmen? Also Ingame-Zeit, ne? Wir haben um 6 Uhr irgendwas angefangen, jetzt ist schon über eine Stunde vergangen und der hat einen Vlog, der normalerweise 5 bis 10 Minuten, vielleicht 15, 20 Minuten geht, nicht aufgenommen in dieser Zeit. Tja, verspieltes Vlog-Video. Lustiges. Nach dem Aufstehen. Ein lustiger Tag vor dem Auftritt habe ich gestern zu viel geraucht. Man weiß es nicht. So. Haben wir das jetzt erledigt? Puh, verspieltes Gefühl erforschen ist abgeschlossen. Das heißt, wir haben alles erledigt, damit wir um 12 Uhr einen perfekten Auftritt hinlegen können. Ich bin gespannt. Wir hätten noch Regisseur und Filmpartner einladen können, aber da verzichten wir jetzt mal drauf. Wir haben auch letztes Mal bei dieser Country-Geschichte haben wir nicht den Regisseur eingeladen gehabt. Jetzt geht der Rollschuh fahren, ne? Okay.
Wenn man das mal auf Ego-Perspektive. Boah. Wow, das ist aber schon ziemlich heftig da. Nein, das kann ich mir nicht lange anschauen. Schaue ich mir lieber so zu, wie er die Pirouetten dreht. Und können wir die Musik ein bisschen einstellen? Ich habe den Timer nicht gestellt, das ist schlecht. Aber egal. Wenn ich jetzt nicht gleich einen Sender finde, da brauche ich ihn auch nicht mehr einstellen. Wo ist denn World-Musik? Zur Hölle, da. Ja, das ist zwar die richtige World-Musik, aber nicht die richtige, die ich hören will. Das ist die richtige World-Musik. Ich frage mich, da gibt es nämlich auch eine... Da, Tricks üben, Kühe zeigen, befahren. Kayan zum Laufen einladen, das wäre der Regisseur. Das wäre auch mal interessant. Ich möchte da schon mal wem einladen, der mit mir da Rollschuh verehrt. Hm. Das werden wir das nächste Mal machen, ne? Wenn wir einen Regisseur einladen, dann sollte er mit mir Rollschuh fahren. So ein bisschen Rollschuh-Disco, ne? Okay. Ja, was müssen wir noch erledigen? Aufs WC, das ist schon eingestellt. Und, essen sollten wir. Aber wir haben noch etwas Apfelkuchen, glaube ich. Tantiemenbericht, das neue Radio X. Achso, gehen wir doch noch Tantiemen vom Radio X. Das andere Video ist ja noch nicht hochgeladen. Das müssen wir aber erst bearbeiten. Das machen wir dann nach dem Auftritt, ne? In aller Ruhe. Ach, da steht noch Apfelkuchen, der jetzt in 17 Stunden verdorben ist. Gut. Können wir das... Hat er das nur rausgestellt vielleicht? Ist der Rest noch drinnen? Natürlich. Dann haben wir das eigentlich... Wollte das essen und ist dann zum Rollschuhfahren gegangen. Was ist denn da jetzt schon wieder? Unwohl? Ja, kriegst eh gleich was zum Essen. Mensch. Mal schauen, dass mir die Zeit hier nicht davonläuft, dass die Folge nicht zu lange wird. Na, was jetzt? Nexaros muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Wir sind gleich fertig. Dann haben wir doch alles erledigt, ne? Falls das Stück zu wenig ist, können wir dann in der Arbeit noch was essen. Rabatta könnte ich mir den Ofen, den Herd hier kaufen, den ich schon geplant hätte. Schauen wir mal, was wir verdienen jetzt bei diesem Auftritt. Es wird Zeit, dann gehen wir ins Studio nach Del Sol Valley. Und schauen wir mal, was uns jetzt erwartet beim Filmset oder Werbeset in dem Fall. Ich dachte eigentlich, dass diese KI-Agentur, weil die so anders war als diese klassische Agentur, dass das weniger mit Werbung zu tun hat, aber anscheinend haben wir bis jetzt ja fast nur Werbung gemacht. Und es wird wahrscheinlich auch so weitergehen. Und ich hoffe irgendwann, dass es so Filmszenen auch geben wird. Serien haben wir schon gesehen. Das werden wir dann, gibt es hoffentlich das nächste Mal auch. Das werden wir dann auswählen. Aber ich wollte jetzt unbedingt diese Pharmaziegeschichte nochmal sehen, wie das Setting hier aufgebaut sein könnte. Naja, vielleicht so Zahnarztmäßig. Ich habe jetzt diese Zahnarztwerbung in meinem Kopf. Was ist denn das? Eine Diva-Opernsängerin, Statistin, Avana Joyson. Okay. Wieder ein Teletubby da. Und ein Hühnchenmann, der ist auch immer da. Gut, dann gehen wir mal rein. Schauen wir mal uns die Bühne an. Das ist ja so ähnlich aufgebaut wie so ein Zahnarztpraxis. Könnte aber auch jede andere Arztpraxis sein. Was ist denn das? Sitzen? Okay. Ja, da hinten so ein, keine Ahnung, Sanitärbereich. Das ist dieses Medizin-Dingsbums. Und da ist eine Tür simuliert. Da hinten ist natürlich nichts. Okay, interessant, ja. Ja. Gibt es ja auch diese Haarwuchs, nicht Haarwuchs, sondern dieses Anti-Haarausfall-Shampoo. Das hat auch irgend so ein Arzt. Da stellen sie einen Arzt hin, der sehr kompetent wirken soll und preist dann dieses tolle Produkt an, was natürlich wahrscheinlich nicht so funktioniert, wie es die Werbung einem versprechen soll. Rechnungen sind eingetroffen von 1.900. Hm. Gut, dass wir letztens Auftritte gegeben haben. So, wo sind wir denn? Oh ja,
Naxaros hat Durst, damit wir wieder kräftig aufs WC gehen müssen. Hier ist ein Hamburger. Da gibt's, was gibt's denn da zum Essen, bitte? Hamburger? Schokoladekekse? Ah, Schokoflexkekse und Thunfischauflauf. Hm, da hätten wir doch da essen können. Gar nicht so schlechte Qualität, was da gibt vom Essen her. Gut, wir werden jetzt uns mal in die Maske setzen und schauen, was uns da erwartet. Schauen wir uns mal nochmal das Studio an, das Setting von der Ego-Perspektive. Nochmal das, die Bühne, der Regisseur, das ganze Filmteam. Und dann geht's wieder einmal zum Visagisten. Immer noch der gleiche, schaut ein bisschen aus wie Tobinator, ist aber nicht. So, das Übliche, ne? Genau. Schauen wir ihn mal so zu. Der fängt immer gleich an, ne? Ist auch egal, dass ich eine Haube aufhabe, jetzt haben wir es abgenommen. Sprüht er mich wieder ins Gesicht ein. Bart weg. Ich habe, glaube ich, rote Augenringe bekommen. Ah, wieder mal föhnen. Die Haare länger föhnen. Kennt man ja. Und... ah, noch ein Spray. Haarspray. Ah ja. Schaut nach Businessman aus. Gleich wieder die Haube drauf, dass die Frisur komplett wieder zerstört ist. Ups. Tja, der neue Look. Mit Eyeliner. Die machen immer Eyeliner. Haben Männer in Filmen und Serien, werden die auch immer mit Eyeliner geschminkt? Nein. Also mir wird das jetzt nur bei Johnny Depp aufgefallen sein, bei Flucht der Karibik, aber da war es natürlich aufgrund seiner Rolle als Pirat, als komplett verrückter Pirat. Was? Outfit für Auftritt erhalten? Ja, bitte, geh mal hin. Ah, mal Pause? Nein, warum geht er denn nicht? Steht er da einfach so angewurzelt? Und bewegt sich nicht. Was ist, ist das schon wieder ein Bug? Vielleicht sollte ich mal speichern zwischendurch. Hallo? Ja, das dürfte ein Bug sein. Dann werden wir... warum ist denn heiß hier übrigens? Es ist Herbst. Aber wahrscheinlich ist Del Sol Valley so ein ewiges Sommer. Eine Sommerwetter... Klimazone. Gut, ja, ich werde das kurz unterbrechen und wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir schon zurück wieder in der Garderobe. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Kostüm für Auftritt anziehen, bitteschön. Schaut gut aus. Ja, kommt immer wieder vor, so ein kleiner Bug, dass es mal komplett hängen bleibt. Dann muss man einmal neu starten, sich jetzt aber speichern. Das hat zum Glück funktioniert, damit ich nicht alles nochmal machen muss. So, was gibt es denn für eine... Ansicht? Was gibt es denn diesmal für ein Kostüm? Achso, auf Ego-Ansicht. Kann man nicht, weil das dann nicht so schnell gezeigt wird. Braucht nämlich immer ein bisschen, bis das Kostüm dann tatsächlich geladen ist. Bis er den hat sich schon umgezogen gehabt. Ja, das schaut nach Arztkittel und kompetenter Person aus, die ein Medizinprodukt anpreisen soll. Ich denke über Aliens nach, das ist klar. Das würde ich auch sofort mit diesem Outfit assoziieren. Ärzte sind ja auch Aliens. Okay, dann... was müssen wir noch machen? Regisseur sagen, Szene mit Co-Star einstudieren. Moment mal, Moment mal. Wer ist der Co-Star? Finde und wähle einen Co-Star und führe die Sozialaktionsszene einstudieren bei ihm aus. Co-Stars findest du in allen Bereichen des Studios. Okay. In denen sie die Gelegenheit haben, ein bisschen zu üben. Das wäre zum Beispiel hier. Ist das mein Co-Star? Das ist ja die Stylistin. Die übt schon wieder, ne? Die hat da ein Buch in der Hand. Und übt anscheinend den Auftritt, obwohl sie nur die Kostüme bereitstellt. Verstehe ich nicht. Wo ist der Co-Star? Steht das irgendwo? Kamerafrau wird wohl nicht Co-Star sein. Und auch alle anderen Mitarbeiter hier. Co-Star, Kira Meshram. Okay, das ist es. Das nicht, ne? Statistin. Was sind das? Mit der haben wir schon eine Beziehung gehabt? Ich wüsste nicht wann, wo und wie. Statist und Statist. Gut, dann ist sie... der Co-Star. Müssen wir sich mal vorstellen. Bezaubernd. Bitteschön. Ich bin der Arzt ihres Vertrauens. Das ist dieses bezaubernd vorstellen. Ich weiß nicht, woher diese Blütenblätter kommen. Oh, da stellt sich ein Teletubby dazu. Okay, jetzt haben wir gleich ein Gespräch mit 1000 Leuten, das wollte ich eigentlich nicht.
wollte ja eigentlich diese Szene einstudieren. Das dürfte diese... Das dürfte sofort einen Beziehungsstatus auslösen, dieses bezaubernd vorstellen. Das ist eigentlich nicht so beabsichtigt gewesen. So, studieren wir das jetzt ein, ne? Das heißt, mit ihr stehe ich dann wohl auf der Bühne, so wie ich das verstanden habe. Okay. Spaß am Set vertreiben. Ja, ich war ja mal Comedian. Da können wir ja eigentlich Witze erzählen. Kommt ein Arzt auf die Bühne und will Schauspieler werden. Ich kenne keine Witze. Ja, aber irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich wollte. Warum hat er ein rosa Tablet? Warum habe ich kein Tablet? Will ich auch ein Tablet haben? Nun ja, irgendwie funktioniert das nicht mit dem Spaß am Set verbreiten. Ich glaube, da müssen wir was anderes machen dann. Vielleicht einen schmutzigen Witz erzählen. Ja gut, dann beenden wir das. Vielleicht könnte ich das nächste Mal probieren, ob ich hier meine Auftritte üben könnte. Also Auftritte geben könnte, damit ich mir da noch ein bisschen Geld verdiene. Muss mal ausprobieren. Die Zeit ist da leider sehr begrenzt. Ne? Ich sollte schon ein bisschen... Ah, das ist gegangen, ja. Also einfach einen Witz machen mit einem anderen. Okay. Nochmal tratschen mit jemandem. Geht das mit dem? Szene auf in Aktionen. Romantische Szene für Trinkgelaufen. Ja, ich glaube, tratschen geht da mit dem nicht mit ihr. Ist sie die Patientin? Also wird sie die Patientin offenbar spielen, ha? Vielleicht kann da schon Händchen halten, Komplimente über Aussehen machen, helfen, schlechte Beziehungen zu kitten, versuchen, unter dem Mistelzweig zu küssen. Was zur Hölle? Ich hab mich vorgestellt mit bezaubernd und plötzlich habe ich mit der eine Beziehung, oder wie? Was zur Hölle? Ich glaube, das muss ich mir überlegen, ob ich dieses bezaubernde Vorstellen nochmal mache. Ja, die Zeit wird schon langsam knapp, ne? Ich würde sagen, wir gehen mal zum Regisseur und sagen ihm, dass wir bereit sind. Oder können wir mit ihm noch tratschen? Auch nicht so aus, ne? Umarmen. Notizen könnte man sich holen, aber ist nicht die Bedingung diesmal. Könnte man sich aber trotzdem holen, weil vielleicht ist es ja gut für den Auftritt. Die habe ich noch nie gesehen hier. Wissen Sie? Ah ja, Produzentin. Ja, wir können das Gespräch dann schon langsam beenden. Achso, der Regisseur ist zu mir gekommen. Na gut. Haben wir sich jetzt schon Notizen geholt? Jetzt ist er angespannt wegen fremder Gefahr, aber das können wir leider... Das können wir leider nicht umgehen, weil er Einzelgänger ist. So, wir werden das jetzt, wir werden den Auftritt machen. Also so dramatisch wird diese Szene, die wir jetzt drehen, ja hoffentlich nicht. Das ist ja nur eine Werbung. Aber gut, lassen wir uns überraschen. So, das Set hat sich schon geändert, beziehungsweise die Lichtsituation wurde eingestellt. Sehr gut, dann können wir ja schon mal anfangen. So, nochmal kurz zur Erinnerung. Wir haben hier ein Patienten... Wie nennt man das? Ein Behandlungsbett oder Behandlungsbereich. Da kann man Patient behandeln dann. Das ist die Patient-Behandeln-Szene. Das ist die erste. Riskant, da bräuchten wir Verspieltheit. Das sind wir jetzt aber leider nicht mehr. Mist. Da hätten wir aber noch was machen müssen. Aber was? Wir können nur am Computer verspielt schnell werden. Aber das geht jetzt so schnell, glaube ich nicht, ne? Dass ich das noch schnell machen könnte. Ich glaube, das geht nicht, ne? Versuchen wir es trotzdem. Ja, und dann haben wir das Produkt, das Medizinprodukt. Ich bin gespannt, wie diese Behandlungsszene abläuft. So, warte mal. Ich muss mal kurz der ein lustiges Geschenk geben. Oh, die ist ja nicht so begeistert gewesen davon.
Ich bin verspielt, genau das wollte ich erreichen. Sehr schön. So, Moment mal, was ist? Ansehen. Ah. Da muss ich mal das Bild hier an. Okay, bevor der jetzt eine andere Emotion bekommt. Wir müssen als erstes also die Patient-Behandeln-Szene aufführen. Jetzt können wir sie nämlich riskant aufführen, weil wir verspielt sind. Bitteschön. Und Action. Yes. Das war's. Einfach mit dem Stift da vorne hinwedeln. Aber Hauptsache man hat diese Emergency, das Piepen gehört, ne, von diesem angeblichen, wie nennt man das, Pulsmesser. Gut, dann haben wir die Witz-RC. Du gehst jetzt sicher nichts essen, wir sind ja mitten beim Drehen, was zur Hölle. Riskant Witz erzählen, das ist nämlich kein Problem, weil es die Comedy-Fähigkeit erfordert und die haben wir ja auf Stufe 10. Das ist ja eine Leichtigkeit für mich, diese Szene, ne? Ich nehme an, man würde in der Kameraeinstellung dann die Patientin sehen. Auf jeden Fall das Produkt. Von diesem Produkt bekommen sie Haarausfall. In der Tat. Keine Ahnung, was das sein soll. Na gut, das war's, ne? Ah, Produkt anpreisen Szene, natürlich noch. Das können wir natürlich auch riskant machen, weil wir da wieder verspielt sein sollen. Wählen wir hier eine andere Kameraeinstellung ohne den Patienten. Ja. Und damit haben wir Level 4 der Schauspielfähigkeit erreicht. Auch gut. Aber keine Ahnung, was da jetzt der... Ich habe mir dazu nichts vorstellen können, was der jetzt da hier präsentiert haben soll. Ja, jetzt kannst du essen gehen. Das war's. So, wir haben einen Co-Star kennengelernt. Keine Ahnung, was die für Ruhmpunkte bereits hat. Die Frage ist, haben wir das gut gemacht? Es hat nicht sehr professionell ausgesehen, um ehrlich zu sein. Aber wir haben trotzdem Gold erreicht. Ja, geschafft. Alles im Kasten und Material wird versandt. Ruhm, zwei Sterne. Bin ich gespannt, ob wir jetzt den Skilltree weiter ausbauen können. Und nur 480 wieder. Na gut. Dann gehen wir gleich zu Hause oder nach Hause. Und damit beende ich die Folge. Wir haben glaube ich, schon wieder sehr lange gemacht diesmal. Und dann schauen wir sich in der nächsten Folge an, was es für nächste Castings gibt und was uns erwartet. Da haben wir die Pharmaindustrie auch ein bisschen beworben mit unseren tollen Fähigkeiten als Arzt. Mit dieser tollen Szene, wo er den Stift vor der Patientin umhergewedelt hat. Ja, ich könnte ein guter Arzt auch sein, aber wir bleiben jetzt mal bei der Schauspielkarriere und schauen uns in der nächsten Folge an, was es denn für neue Castings gibt. Und den Talentbaum können wir sicher auch erweitern. Bis zum nächsten Mal. Okay.